Die Zielmethode der Zen-Stoiker ist letztlich einfach, da sie wissen, dass alles auf das Aus hinausläuft oder auf das Hinaus hinausläuft und sie daran nichts, nicht das Geringste, nicht einen Deut zu verändern vermögen, weder im Draußen noch am eigenen Körper, der auch nicht zu den Dingen gehört, die dazu beeinflussen wären, in seiner Determination. Nehmen Sie den längeren Strohhalm und versuchen, einen Zustand zu erreichen, der als der bestmöglichste, die bestmöglichste aller Welten betrachtet wird, wenn Sie jenen Modus der gedankenlosen Selbstverdauung am reinen eigenen Nichts, dem Modus, der den Wesen hilft in Selbstvergessenheit, in Alltagsstumpfsinn, in gedankenlosem Handeln zu funktionieren, für ihre Sorgen und Besorgungen, wohingegen den gleichen Modus vom Zen-Stoiker in Anspruch genommen wird, der gleiche Modus in Anspruch genommen wird, gedankenlos zu sitzen und nichts mehr zu bedürfen, als diesen Zustand, den sie dann als den besten aller möglichen deklarieren. Wenn alles abwesend ist und sich nichts meldet an Signalen aus den Körpern, der etwas benötigte, um etwas zu assimilieren oder auszuscheiden. Also jenen Zustand der Erleuchtung, der letztlich nur noch Atmung ist und die Wahrnehmung dieser inneren Unsichtbarkeit, Sichtlosigkeit, die nur noch die ausgedehnten Körpergrenzen wahrnimmt und das Phänomen lauert, betrachtet, im Betrachten des Betrachtens seiner selbst, in Durchwanderung der drei Stufen des Nichterkennbaren, der organizistischen Struktur, der Weichfleischlichkeit zweitens, der kopflosen Rekombinatorik in seiner Gnadenlosigkeit, alles zu experimentieren nach Wahlverwandtschaftsregeln der Diversifizierung und drittens der tiefsten Ebene dieses Meanderns, dieses Pulsierens, dessen, was Schrödinger das Welleninterferenzmuster nennt, aller Energetik, die dann an bestimmten Verdichtungsknotenpunkten sich so darstellen möchte, als ob sie da partikular würde und für eine gewisse Zeit lang wenigstens Beständigkeit verheißen könnte. Also sitzt er da und wartet wie Godot
auf das endgültige Wort mit den drei Buchstaben, das alle Existenz, das aller Existenz vorangestellt ist, ex, aus, ver, erwartet, wie Godot, denn er muss da nicht hinaus, da es ja unsinnig ist, etwas zu bewerkstelligen, was sowieso keine Aussicht auf Erfolg haben würde. Sondern immer nur die gleiche Redundanz bedeutet. Das gute Leben, sagt Sokrates, ist gleichzusetzen mit dem guten Sterben. Der Spruch übrigens, da wo das Leben ist, ist der Tod nicht, und da wo der Tod ist, ist das Leben nicht, also muss man sich nicht um den Tod bekümmern, um dieses endgültige Aus, stammt gar nicht von Epiktet, sondern von Epikur, habe ich gestern wieder konstatieren können.